Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Satisfactory. Die Rotoproduktion ist nun mittlerweile angelaufen, was schon mal ziemlich gut ist. Aber wir müssen uns jetzt irgendwie auch noch dran machen, dass wir hier so ein bisschen diese Reinforced Iron Plates auch noch bekommen. Das heißt, wir sollten uns jetzt vielleicht tatsächlich darum kümmern, dass wir eine weitere Produktionsstraße anwerfen. Ja. Wie machen wir das jetzt? Das ist die Frage, ne? Also wir haben hier hinten auf alle Fälle nochmal ziemlich viel Platz. Das bedeutet, wir könnten hier nochmal buckeln. Sprich, wir hauen hier halt einfach nochmal so ein Ding hin. Habe ich eigentlich gerade zufälligerweise ein Einstecken, so ein Bohrer? Nee, habe ich nicht. Das heißt, wir müssen nochmal ganz kurz rumeiern. Ach, und da fällt mir noch was ein. Ich glaube, wir haben da drüben nämlich noch so einen Bohrer stehen. Bei unserem Concrete. Will ich auch nochmal ganz kurz checken. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles brauchen im Moment. Concrete ist auf alle Fälle auch nicht mehr unser Problem. Das läuft so fleißig nebenher. Genau, und dann nehmen wir hier auch nochmal das Ding mit. Und dann picken wir mal den Miner ab. Und dann schauen wir mal, dass wir da hinten noch so einen Miner hinstellen. Und dann geht das vorwärts. Also, wir brauchen jetzt hier. Hier muss es hin. Hier brauchen wir einen weiteren Miner. Dieser Miner sollte, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz umgucken, in etwa so in die Richtung zeigen, ne? Das wäre schon ganz praktisch, weil dann hätten wir hinten noch eine relativ freie Fläche. Das passt also so knapp. Ich würde das so in etwa. Das ist, denke ich, gut. Dann klatschen wir den da mal hin. Jetzt. Das Zeug kommt raus. Wird wieder aufgespalten. Was bedeutet, wir benötigen jetzt hier wieder einen Conveyor Splitter. Sieht gut aus. Dann an den Conveyor Splitter. Hallo? Aber ich habe es natürlich falsch gebaut. Ich wusste. Ich habe so das Gefühl, dass ich das gerne mal falsch mache. Das ist natürlich echt kacke. So. Das ist doch viel schöner. Also, jetzt haben wir hier einen Conveyor Belt. Super Sache. Da leiten wir jetzt was aus. Einmal hier vorne und einmal da hinten. So, das heißt hier vorne würden wir jetzt hier den Smelter hinbauen. Oder zumindest erstmal einen. So, und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das genau passend. Das ist genau passend. So, dann setzen wir jetzt hier dann daneben auch noch einen. Das sollten wir vielleicht ein bisschen Platz lassen. So, da bringen wir auf alle Fälle noch irgendwas dazwischen hin. Unglaublich. Jetzt habe ich hier auf der grünen Wiese aber eine ganz schöne Produktionsstraße errichtet. Alles klar. So. Die Sache würde jetzt also so laufen. Das Zeug kommt, ne? Dann smelten wir das hier. Ziehen wir hier einmal diese Ingots. Und dann produzieren wir hier nochmal die Ingots. Ne? 30 pro Minute kommen hier. Der produziert 60. Dann zack, 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 zack. Dann sind die permanent ausgelastet. So.
Jetzt. Würde das halt weitergehen? Das heißt, wir müssen jetzt hier jeweils... jeweils einen Constructor bauen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Can't afford. Okay. Reinforced Iron Plates. Ja, super. Ich bin echt froh, dass wir mittlerweile hier das ganze Zeug größtenteils automatisiert haben. Können wir hier ganz easy peasy einfach mal so Sachen rausgreifen. Hier nehme ich das noch mit und wenn wir das dann auch rein und dann passt das schon. So, dann werden wir mal ein paar Reinforced Iron Plates bauen. Ha. Okay. Wir bauen ein paar Iron Plates. Sehr schön. Jetzt bauen wir noch ein paar Screws. Ja, ich übertreibe es gerade ein bisschen, aber das ist okay. Wenn wir jetzt hier gleich mal 20 haben, dann passt das schon. Wir brauchen die Dinger ja auch gleich. So. Perfekt. Und wieso ist das jetzt eigentlich nicht mehr auf der To-Do-Liste? Hatte ich das nie auf die To-Do-Liste gesetzt? Das ist jetzt die Frage, ne? Weil in dem Fall... Achso, das können wir nicht auf die To-Do-Liste setzen. Dooferweise. Load, Seal and Send. Okay. 75. Und 50. Das sieht schon echt cool aus. Also. Jetzt. Assembler Constructor. Wir brauchen jetzt mehrere Constructors. Constructor Nummer 1 kommt hier hin. So, jetzt müssen wir gucken. Das war gerade gut. Hallo? Nein! Das kannst du knicken, weil wenn, dann wird das hier akkurat gebaut. Das machen wir hier nicht. So ein Käse gibt es nicht. So. Nochmal den Constructor. Das ist gut. Muss das noch weiter zu mir? Nein. Das muss wahrscheinlich eher noch weiter runter. Hallo, wann bist du parallel? Jetzt passt das. Alles klar. Wham und Wham. Und hier ebenfalls. Wham. So. Nun. Nun, was stellst du her? Du stellst jetzt her, wartet mal. Wie viel Platz haben wir hier? Wäre es wahrscheinlich besser, wenn wir dann hier das nächste Ding hinstellen. Das ist ein Constructor aus... Also hier dann Eisenplatten. Hier auf alle Fälle Eisenplatten. So. Hier Iron Rods. Und aus diesen Iron Rods werden dann jetzt hier Schrauben. In dem nächsten Ding. Bauen wir nämlich hier den nächsten Constructor hin. Hallo? Warum du nicht wollen? Achso, jetzt bist du. Sehr schön. Also, ich meine, wir verzichten da einfach mal hier auf die Optik einzugehen. Weil die Optik ist, das wissen wir jetzt, glaube ich, alle,
nicht sonderlich schön. So. Jetzt können wir dann hier einen Assembler hinbauen. Wieso willst du nicht? Oh shit. Oh Gott, nein. Haben wir keinen Platz dafür? Achso, Missing Modular Frame. Okay. Jetzt habe ich leider schon wieder vergessen, was ich dafür bräuchte. Für den Modular Frame. Aber baue ich das Zeug nicht hier? Nee, hier baue ich diese Dinger. Modular Frame. Schauen wir mal, was wir dabei haben. Ha, interessanterweise brauchen wir auch genau 3. Okay, das passt. Jetzt wieder zurück. Ach, hier habe ich vergessen, das Ding ranzubauen. Uncool. Jetzt. Guckt euch das mal an. Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. So, jetzt nochmal. Jetzt gehen wir rein und hier haben wir den Assembler. So, das würde jetzt so in etwa funktionieren. Da hinten kommen diese Dinger rein. Wir bauen das mal hin. Und netterweise stellt sich das selbst auf ein Fundament. Okay, jetzt... Oh. Das könnte ein bisschen eng sein. Nicht mal. Geil. Ich liebe es jetzt schon. Okay. So, und in diesem Assembler bauen wir jetzt... diese Reinforced Iron Plates. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie das dann letztlich wird. Und aus diesen Reinforced Iron Plates könnten wir dann halt wieder welche abziehen. Und machen dann aus denen... ja, diese anderen Dinge halt. Also, ne, Reinforced Iron Plates plus dann halt noch weitere Schrauben, glaube ich, waren das, ergeben dann halt wieder was. Also diese Cages, das meinte ich damit. Okay, es sieht im Groben gut aus, aber tatsächlich nur im Groben. Ich bin noch nicht so richtig angetan von, aber ja, die Optik ist etwas gewöhnungsbedürftig. So, hier einen hin... da ein Powerpole hin. Und am besten direkt hier vorne auch nochmal einen hin. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Leinen. Läuft. Von dort aus geht das auch weiter. So, das wäre alles versorgt. Jetzt müssen wir hier aber noch irgendwie eine Leitung hinbauen. Alles klar, das passt soweit. Wieso läuft die Produktion jetzt noch nicht? Ach so, die läuft nicht, weil wir das Ding hier nicht angeschlossen haben. Haha. Gut gemacht, Lama. Wir brauchen Schnecken. Wir müssen demnächst echt mal loseiern und Schnecken besorgen. Ich finde das nicht cool, wenn wir ständig irgendwie einen Stromausfall haben. Wie viel ziehen wir denn aktuell? Oh. Und das Ding zieht auch Biomass wie sonst was. Okay. Okay, 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 okay. Wir bauen hier ein weiteres Kraftwerk hin.
Und dann verbinden wir das hier oben mit dem Pole. Glücklicherweise haben wir hier immer genügend von dem Zeug da. Wir werden das mal drehen, damit das auch hier so weiter zur Optik passt. So. Passt das so in etwa? Ja, ne? Yes. So, Stromkabel. Bam. Und dann gehen wir gleich mal los. Jetzt müssen wir wieder alles aufmunitionieren. Mit Treibstoff. Ja, jetzt mache ich mir so langsam echt Sorgen, was den Treibstoff angeht. Weil wir irgendwie so viel von dem Zeug brauchen. Das ist irgendwie dezenter Irrsinn. Ups, jetzt hätte ich das beinahe geschlagen. Nicht nur meiner, ich hab's geschlagen, ne? Schlimm. Da das Zeug hin. Hier das Zeug hin und dann sortiert das mal wieder genau. Passt schon alles. Oh, Farbe habe ich auch eingesteckt. Warum auch immer. Die kann hier auch mal rein. Hiermit ist alles sortiert. So. Wow. Das geht einfach nur so durch den Treibstoff durch. Das glaubst du nicht. Ach, apropos Treibstoff. Wir müssen dringend mal nach oben. Wir müssen nämlich hier, glaube ich, mal nachsehen. Ob das überhaupt noch vernünftig fördert. Weil jetzt vielleicht schon der Treibstoff ausgegangen ist. Nein! Das ist doch doof. Bleib mal so. Genau. Der ist wirklich nicht das Problem. Ach du Schande, ey. Das ist völlig verrückt. Das Spiel ist verrückt. Das Spiel ist einfach nur verrückt. Das ist schon echt krass. Was wir da gebaut haben. Absoluter Irrsinn. Absoluter Irrsinn. Es glaubt man nicht. So. Ich hoffe inständig, dass das ausreicht. Und wir jetzt damit irgendwie vernünftig weitermachen können. Ja. Wieso zieht das denn noch mehr? Wir haben doch gerade... Brauchen wir ein weiteres Kraftwerk? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also das Ding kann ich, glaube ich, keine Powerline mehr anschließen, ne? Nee, das geht nicht. Okay, dann machen wir hier mal Folgendes. Ich werde hier einfach mal noch so ein Powerpole hinstellen. Ich sagte, ich werde hier einfach noch mal so ein Powerpole hinstellen. Vielleicht ist das so unser Problem. Und dann gehen wir... Achso, das geht nicht. Wartet. Wir machen Folgendes. Das Ding kommt hier mal weg. Das Ding kommt auch weg.
Kann mir jetzt jemand verraten, was das Problem war? War das einfach nur so ein Verkabelungsproblem? Oh oh. Oh oh. Das kam jetzt aber sehr bedrohlich nah ran an unser Maximum. Wir müssen definitiv unsere Dinger hier besser laufen lassen. War das gerade 99? Also wir scheinen ab und an einen echt bedrohlichen Peak zu haben. Hm, 91, 95, 99. Dort fällt's wieder ab. Okay. Habe ich hier nicht eingestellt, was wir produzieren sollen? Oh Gott, ich habe das nicht eingestellt. Ach doch, ich habe das schon eingestellt. Hier sind die Iron Plates. Und hier kommen die Iron Rods einfach rein. Ach Quatsch! Hier kommen gar keine Iron Rods rein. Hier kommen die Screws dann rein. Und spätestens, wenn das passiert und wir das anschalten, kackt hier wieder alles ab. Ja. Geil. Oder halt auch nicht. Okay, dann bauen wir einfach dort hinten noch ein Kraftwerk hin. Denn offensichtlich, ja. Habe ich hier das ganze Zeug? Habe ich jetzt vielleicht zufälligerweise noch Biomass einstecken? Oh Mann, habe ich Schwein. Okay, ich habe noch Biomass einstecken. Jetzt. Ja. Looks good. Looks really, really good. Und hier bauen wir jetzt die Reinforced Iron Plates. Irgendwie wieder mit dem großen Problem, dass wir hier scheinbar ein bisschen zu viele Schrauben haben. Im Vergleich zu den Plates, oder? Umgekehrt. Viele Plates im Vergleich zu den Schrauben. Das scheint ein bisschen ein Problem zu sein. An und für sich müssten wir hier nochmal irgendwas da ziehen. Also nochmal von irgendwoher weitere Schrauben hinzubekommen. Ja gut. Ja gut, ich würde dann hier tatsächlich nochmal so ein Lager hinbauen. Machen wir hier nochmal einen Storage-Container hin, den drehen wir wieder etwas. So, dann passt das hier so irgendwie dazwischen. Das ist ganz okay. Hallo? Ich will, dass du hier reingehst. Wieso bist du da jetzt nicht rein? Hallo? Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Habe ich den wieder falsch gebaut? Ich glaube, ich habe den wieder falsch gebaut. Oh Mann. Also nochmal. Mhm. Ich habe ihn falsch gebaut gehabt. Super.
Voll der Anfängerfehler. Jetzt. Uff. Na, immerhin tut sich jetzt was. Ach so, wir wollten nur nachsehen, ne, ob sich das hier irgendwie staut. Ob wir da hinten vielleicht nochmal irgendwie was anderes hinmachen müssen. Also hier werden die Blades gebaut, das passt auf alle Fälle. Da läuft permanent was rein, hier eigentlich auch, also da staut sich gar nichts. Staut sich denn hier irgendwie ein bisschen? Nee, da staut sich's halt auch nicht. Doof. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wo ich noch was abgreifen könnte. Warte mal, was staut sich denn hier? Ich könnte hier nochmal was abgreifen. Da könnte ich nochmal was abgreifen und dann könnte ich noch mehr Schrauben produzieren. Dann würde das Ding da oben vielleicht durchgehend laufen. Das ist eine interessante Möglichkeit. Aber ob ich das dann wirklich mache, das sehen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.